wie das aussieht, deinen Trailer und meinen Trailer ineinander drin mit den vielen Axten. Stimmt. Ah, scheiße, ich hab aber ihn getroffen. Das Biest erwacht. Den Trailer aus dem Trailer raus. Zwei Trailer aus dem Trailer raus. Not a new around some people living their life in bottles. Claim that he had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Rollercoaster von ETS 2 Multiplayer. Heute auf dem Weg nach Malmö, man sieht es, 3 Stunden, 218 Kilometer, das passt schon. Eine Besonderheit gibt es heute, ja, wir müssen mit Licht fahren, weil es langsam dunkel wird, das ist aber nicht die Besonderheit, sondern wir haben einen Long Trailer. Aber nicht nur einen, wir haben 2 Long Trailer. Ja. Zweimal die gleiche Firma, gleich mal, zweimal das gleiche drinne. Und das war sah sehr lustig aus mit dem doppelt in doppelt. Ich werde das bestimmt als davor reingestellt haben oder jetzt mal kurz. Ich habe nämlich hier auf dem das schon laufen gehabt. Und ja, wie gesagt, das erste Mal, dass ich so einen Trailer fahre, falls ich mich blamiere damit, tut es mir leid. Ich weiß nicht, wie ich am besten aushole. Ich versuche ein bisschen Rolli nachzumachen. Nachzuäffen. Das Schöne ist, wir beide haben die gleichen Gewichte von 37 Tonnen, scheiße. Das heißt, wir beide beschleunigen eigentlich gleich. Ja, die brauchen ein bisschen Fruchtkonzentrat. Fruchtsaftkonzentrat. Ja, deswegen fahren wir jetzt auch insgesamt über 60 Tonnen, 70 Tonnen, über 70 Tonnen fahren wir jetzt. Für der einen Firma. Also ich würde mal sagen, die brauchen das, glaube ich, ganz, ganz dringend. Ja. Da muss ich mal schnell bremsen. Warum bringt ich... Nee, ich bleib auf meiner Spur hier. Bringt ja eine Strecke zu fahren. Komm, grün, 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 bleib grün. Dankeschön. So, der hat irgendwelche Transformatoren, glaube ich, drauf gehabt. Sah auch sehr interessant aus. Ich weiß, ich fahre gerade ein bisschen mehr. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kriege das vielleicht noch hin, wenn ich ein bisschen mehr schneller fahre, aber anscheinend nicht so. Ja, beide nach Malmö, wie gesagt. Die dritte Aufnahme-Folge. Was? Da geht was mit den Doppeltrailern. Ja. Wir sind aber auch ziemlich nah, fällt mir gerade. Ja, obwohl, das geht noch. Ich habe gedacht, ich bin hier fast drauf gefahren. So, habe ich eigentlich Licht an? Ja. Ja, sonst wirst du, würde eine Meldung unten links kommen, dann wirst du gekickt werden. Nicht nur eine. Du kriegst ja eine ganze Bildschirmfolge spammt. Ja, nach 20 Sekunden wirst du gekickt. Also letztes Mal, wo ich drauf war, war bei mir hier grün. Richtig. Oh, hast du gerade gut oder ist ihn eigentlich? Nee, das war der hinten dran. Achso. Wenn du bis nach die Gegenspur ziehst, dann soll das kein Problem sein. Ja, es ist ein bisschen, ich bin eigentlich ganz rüber gefahren. So, wie schnell kann man fahren? 70, naja. Habe ich die paar Meter auch. Alter, der zieht ganz schön hier. Das sind nur ein paar 37 Tonnen. Momentan Verbrauch von 124. Ja, also so viel habe ich auch. Ja, es würde mich auch wundern, wenn nicht, außer du fährst sind es ein Kühl oder Haarschaltung oder sowas, dann wäre vielleicht was ganz anderes. Aber wenn wir beide Automatik fahren würden. So, jetzt gut. Passt. Drin eine Leitplanke vorbei und dann passt es. Ganz, ganz knapp. Und ich nehme das Schild, glaube ich, mit. Ja, ich habe das Schild mitgenommen. Ja, wenn so das ist. Ja, das Schild, ach, pff. Gib ich meinen Tausender hin. Oh, ich hab einen Pinguin mitgenommen. Jetzt wird es, glaube ich, langsam teuer. Wenn ich weiter so mache. Es ist schon geil, sowas zu fahren. Vielleicht gibt es auch in nächster Zeit irgendwann mal mit den Schwerlast, mit den großen. Das ist ja das, was mich mit am meisten fasziniert. So. Wo sind wir jetzt? Ich glaube bei 90 km/h oder 91.
Jetzt hier 70 dann. Oh, spurig. Oh ja, hier ist die 70. Dann müssen wir mal. Wir haben mal gesagt, dass wir eben die Geschwindigkeit laut StVO machen. Außer Autobahn, dass wir ein bisschen schneller fahren. Ja, 71 km/h, das passt schon. So fahre ich auch im echten Leben Hust Hust. Ich fahre nicht 10 plus oder 20 plus. Das wäre nicht erlaubt, deswegen mache ich das auch nicht. Hier sinkt der auf 60 runter. Und dann 25 Liter Verbrauch. Also ich bin gerade bei 90, 70 und bin bei 62 km/h. Na gut, vielleicht habe ich ja ein bisschen später gebremst oder so. Das ist gut möglich. Das ist der einzige Unterschied, wo man ja auch ein bisschen Sprit sparen kann oder so. Ja, ich bin gar nicht auf die 90 gegangen, weil ich gesehen habe, dass da wieder einfach einspurig wird. Ja, ich bin gleich 90 hoch, dann links angemacht, Tempomat, oder Tempomat, wie du noch mal nennen möchtest. Und was ist eigentlich auf T? Dann. Trailer. Achso, ja, Abi. Ja, an- und abkuppeln. Zum Glück passiert das ja nicht, wenn man jetzt unterwegs ist, dass er dann abgekuppelt wird. Ich habe nämlich gerade getrippt. Und beim Überlegen fährst du, kommst aus Versehen drauf. Oh, mein Trailer! Überholt er dich noch, weil du bremst. Mit der Geschwindigkeit kommt er hinterher. Oh, jetzt wieder. Ist der andere überhaupt noch hinter uns? Nee. Ups! Leitplanke geschrammt. Achso, ich hab gedacht, Schild mitgenommen. Nee. Schild ist heile. Jetzt noch. Ich hab's mitgenommen wieder. Immer schön mit dem hinteren Trailer. Der erste Trailer hat ein bisschen verbogen und der zweite hat dann gesagt, nee, gut, warum noch überhaupt stehen lassen? Wenn, dann immer klein mit. Vor allem, ich werde vielleicht ab nächsten Monat erst Dings machen, die ganzen Multiplayer-Sachen. Dass ich nach diesem Monat dann irgendwann mal so ein Video drehe, jo, ab jetzt geht's los, jetzt geht nur noch Multiplayer ab, ey, Party, Party, Hard, weiß ich nie was. 64 km/h, jo. Ah, 17 oder 17. Wie viel Liter verbraucht der? 126, wenn ich richtig erkenne. 127 war, ja, 126, 27 so. Ja. Also ich drücke gerade komplett durch auf den Gang 11. Und minus 3 Grad Außentemperatur. Oh, es ist frisch. Angenehm kühl. Für Schnee und Winter und Glätte und ja. Schweden, nee, Dänemark oder wo ist immer? Schweden. Ja, Schweden. Oh, ich glaube, du musst dich mal kurz hinlegen. Wir suchen die nächste Raststätte auf und dann kannst du dich mal kurz hinlegen. Na, das war nicht schlecht. So. Aber es darf ich denn laut Ruhezeiten noch? 5 Stunden darf ich noch fahren. So, Tempomat rein. Ja, ich angeblich 11 Stunden. Das wäre noch der blanke Horror, wenn das wirklich so sein müsste. Wo macht der Schwanblink an? Rundum? Ich hab keine Ahnung. Wenn, dann könnten wir es anmachen. Na, auch nicht, wir haben ja keine Überbreite. Aber über Länge. Ja gut. Wir sind zwar nicht überbreit, wir sind auch nicht zu schwer, aber wir haben eben eine Überlänge. Da würde ich mich jetzt mit den Göttern streiten. Also ja, im echten Leben habe ich noch keinen gesehen, der Rundumleuchtern hatte mit Doppeltrailer. Ich habe allgemein, glaube ich, noch keinen Doppeltrailer gesehen. Oh, ich habe schon einen gesehen. Also mit zwei kleinen natürlich, ja, aber nicht groß und klein. Bei dem, den ich gesehen habe, da war, glaube ich, die Kombination anders. Er hat einen festen Aufbau vorne und dann einen Dolly und dann den großen hinten. Den großen hinten? Ja. Pass auf, Helikopter. Sparil oder was auch immer wieder heißt. Der hat aber keinen Warmbling angehabt, oder? Nee.
Da ich auch vorhin geguckt habe, welche Warnblinktaste das war. Ich habe es glaube ich jetzt schon wieder vergessen, aber... F wie Fahnenblinker. Ja. Auf Keyboard. Wie war es mit Scheibenwischer, mit Pinkelwischer? Der P wie Palmenwischer. Palmenwischer, genau. Das war auch im Livestream, im Konvoi gewesen. Was war nochmal der Scheibenwischer? P wie Palmenwischer. Ah. Das war jetzt halt schon runter, ich glaube. Ja. Da bin ich, bei den Navi-Ansagen bin ich mir nicht sicher. Da müsste richtig nochmal eine Navi-Ansage kommen. Bitte fahren Sie jetzt herunter. Bitte drehen Sie jetzt um. Drehen Sie jetzt um. Bitte jetzt wenden. Ich will nicht wenden. Bitte wenden Sie. Okay. Ich glaube, das wäre so nervig. Nebenbei noch das CW-Funk an. Oh. Bitte in 100 Meter nebenbei ab. Die ganze Zeit so übelst übereinander. Der CB-Funk ist schon was Geiles, muss man schon sagen. Ja, das schon. Aber wenn man so die ganzen Übersteuerten oder die ganzen Kinder oder sowas hat, wenn dein Livestream war gut gewesen, wo das dann nebenbei war. Ja, das schon. Oder wenn man einen Konvoi macht oder so und gerade kein TS hat oder realer das spielen möchte, dann ist das schon, glaube ich, geiler. Das schon. Aber sobald du jemanden drin hast, der das Mikrofon die ganze Zeit übersteuert, aus welchen Gründen auch immer, kannst du nicht verstehen, aber whatever. Mikrofon im Mund nehmen. Warum bin ich auf immer fast schneller als du? Ah, gut. Tankstelle muss ich nicht. Nee. Geht noch etwas kürzere Tour. Ach stimmt, wir sind ja gleich schon wieder da. Nee, nach der letzten XL-Folge. Aber wie gesagt, das Fruchtsaftkonzentrat, das benötigen sie ja dringend und in großen Mengen. Genau, deswegen muss man das unbedingt gleich zu zweit fahren und ja. Es war ja ganz, ganz wichtig jetzt. Oh, da kommt einer. Da kommt einer mit... Ja, da kommt ein Räuber. Der ist nach Vollspeed. Der ist ja, die Türken. Ah, die Türken. Wo die Polen eigentlich sonst immer die schlimmsten waren mit. Sind sie auch, eigentlich. Fährt er jetzt auch hier runter? Er bremst? Ja, fährt nee. Runter. Doch. Doch. Doch, doch. Er hat sich verbreitet. Ja, toll. Wow, hat sich wirklich gelohnt. Ah, leck. Oh, jetzt wird's eng. Kommt sie! Jawohl. Also, ziehen tut er eigentlich relativ gut hier oben. Ja, hoffentlich auch mit 230 PS. Und Dampfer braucht zwar von 300, aber das passt schon. 400. Ja. Oh, komme ich jetzt raus, ohne das Schild zu beschädigen? Ich hab's geschafft. Ich glaube nicht. Doch, ich hab's auch. Willkommen in Malmö. Bitte biegen Sie nach der links ab. Ah ne, doch links. Also rechts. Du kommst doch nicht weit. Wo ist denn der jetzt hin? Der andere, weg. Den habe ich gerade noch auf der Map gesehen gehabt. Der ist weg. Glaube ich gerade aus weiter. Mensch, vorher hatten wir eine grüne Welle. Und jetzt rot, rot, rot. Geil. Nee, die Folge ist einfach viel zu kurz, deswegen haben die schon gewusst, die haben uns zugehört. Ja, wir gesagt, wir müssen das jetzt noch ein bisschen strecken in die Länge. Ich muss sagen, hier ist wenigstens der Vorteil in Skandinavien, die Ampeln sind in beide Richtungen montiert. Das heißt, ich kann besser die Linie vorfahren und sehe die Ampel trotzdem links. Ja. Dann an der Straßenseite. Wenn es dunkel ist, siehst du es auch noch so, wenn du zur Seite guckst, dann geht das auch noch. Ja, klar. Aber jetzt so müsste ich immer zuerst noch stark nach rechts gucken. Wenn es doof, wenn es ganz blöd geht, dann habe ich es mitten in der A-Säule drin. Ja. Aber es sind auch so welche Sachen, Fahrschule, wenn da irgendeiner anfängt, A-Säule, B-Säule, das ging mir am Arsch vorbei. Wenn irgendjemand anfängt, sieht man nicht wegen der B-Säule, ich so, hä?
Oi. Oh, wir müssen hier blinken. Ja geil, jetzt stehe ich mitten auf der Kreuzung. Ja gut, kann man nichts machen, ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass dort eine Ampel ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wollte jetzt hoffentlich keiner kommen in der Schnelligkeit. Also man, ist dann gleich wieder grün. Man sieht jetzt langsam das Rot hier drinnen schimmern. Das ist geil. Es ist einfach geil. Wenn man mal kurz von draußen guckt, sieht man es nicht so stark. Okay. Vor allem, du passt mit diesen Longtrailer passt gerade so rein in diese Ecke dort. Ja. Damit du nicht über die Kreuzung kommst. Oder in den Kreuzungsbereich oder was auch immer. Boi. Was denn? Jetzt, ja, die Einfahrt. Ach du Scheiße. Ich glaube, so sollte das gehen. Ich hole ein bisschen weiter aus. So, wo ist das Symbol? Direkt vor. Wow, ich stehe einen halben Meter daneben. Jetzt. Ich warte mal nochmal in Sicherheit ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du ganz kollisionsfrei jetzt bist mit dem Hinteren. Das will ich nicht gerade testen. Okay, passt. Ja, es passt. Passt das wirklich bei mir? Ey, man sieht dich trotzdem auf dem Punkt rumfahren, das ist lustig, das ist geil. Ach, du fährst auch hier auf sicher. Ja, kannst du ja nur. Rückwärts einparkieren ist mit denen nicht. Geil. Ich hab mal kurz von außen, habe ich noch zugeguckt, man kommt richtig gut hier rein, also so wie ich gerade reingefahren bin. Beim ersten Mal funktioniert das nicht, der hintere steht schräg. Stehen wir überhaupt gerade richtig rum? Muss man die andersherum rein? Müsste weiter ausholen eigentlich. Ne, wir stehen falsch herum. Nein. Doch, wir stehen falsch herum. Ah ne, wir müssen weiter vor. Ne, das werde ich, muss nochmal neu anfahren. Hey, ich stehe doch einigermaßen gerade drin, oder? Ja, der hintere ist schräg. Oh, wirklich. Der kleine ist schief. Ich probier's jetzt einfach mal nur. So würde ich sagen. Nee. Ah, ich fahre auch nochmal neu rein. Später einlenken. Ich lasse sie erstmal reinfahren, so. Also ich würde mal sagen, die Folge ist doch nicht ganz so kurz, wie wir wollten. So. Möglichst nah hier an den Paletten vorbei. Dann hier so. So, ich lasse ihn erstmal abhängen. Aus dem vollen Grund. Weil okay, es hat geklappt. Aber ich war zu weit. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. So. So, ich lasse dich erstmal fertig dann wegfahren, damit ich jetzt nicht dich im Wege habe. Ausgezeichnet. Dann gleich weg. Ist immer noch schief, oder? Also ich habe einen kleinen Bereich erwischt, wo es klappt. Jetzt muss ich mal ein paar außen angucken. Oh, ist das fies! Ich müsste wieder... Scheiße! Nochmal neu anfahren. Ja.
Also im echten Leben wäre ich, glaube ich, angekotzt schon richtig. Da hätte ich, da hätte ich den einfach abgestellt. Ganz nah am Zaun vorbei. Ganz nah am Zaun. Nee. Nee, du hast zu früh eingelenkt. Mann! Alter. 3 Stunden später. Du musst noch länger am Zaun entlang fahren. Sonst wäre das nix. Ich weiß, ich fahre gerade nicht regelkonform so schnell um die Ecke, aber es ist mir gerade sowas von egal. So, jetzt schön bis an den Zaun, dann am Zaun entlang fahren. Und dann erst am Schluss wieder. Scheiße, zu früh. Nein. Weiß könnte reichen. Ja, na! Jawohl. Ja. Ah, fuck, falsch. Ich wollte die Mund ausmachen. Ja. Passt. Leute, mit diesem Ende verabschiede ich mich von dieser Folge. Folge miteinander. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt dann oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt natürlich einen Kommentar, ob man davon mehr sehen wird oder auch nicht. Und ob ihr auch sowas jetzt mit einer ersten Schlag geschafft hättet. Geht zu Rolli und lasst auch ein Abo da auf Twitch. Und schaut noch mal zu, wenn der Eurotruck fährt. Macht richtig, richtig viel Bock. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal, wenn ihr das wollt und euer... Der Rolli. Ciao, ciao. Tschüss.